Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 11a bis 11c sowie die Zusatzpunkte 7 und 8. Beratung von Vorlagen zur gesundheitlichen Lage der Kinder und Jugendlichen und deren Zukunftsperspektiven sowie zur Schließung der Lernrückstände. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 60 Minuten beschlossen. Ich bitte zügig, die Plätze einzunehmen. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat die Kollegin Katja Suding für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Fast jedes dritte Kind in Deutschland leidet unter psychischen Auffälligkeiten, so die medizinische COPSI-Studie des Universitätsklinikums meiner Heimatstadt Hamburg. Jedes dritte Kind. Andere Studien kommen zu ähnlich dramatischen Ergebnissen. Unsere Kinder leiden unter Angststörungen, depressiven Symptomen wie Schlaf- und Essstörungen, unter Kopf- und Bauchschmerzen. Die Gründe dafür sind offenkundig. Seit einem Jahr sind Kitas und Schulen geschlossen oder laufen im Notbetrieb, sind Kontakte zu Freunden stark eingeschränkt, fallen Freizeitaktivitäten fast komplett weg. Es darf uns nicht kalt lassen, wie sehr unsere Kinder unter diesem Lockdown leiden. Ihre Nöte müssen endlich in den Fokus. Und ganz besonders leiden diejenigen Kinder, denen es auch vorher schon nicht gut ging und die besondere Herausforderung zu meistern haben. Da ist der hochintelligente autistische Junge aus der 6. Klasse, der vor Corona gut im Unterricht zurechtkam, der aber durch das Wegbrechen sämtlicher Strukturen seines Alltags vollkommen aus der Bahn geworfen wurde und bei dem offen ist, ob er je zurückfindet. Oder das kleine Mädchen, das von ihrem Vater schon in der Vergangenheit oft geschlagen wurde und jetzt in der Krise noch mehr. Sie ist allein in ihrer Verzweiflung und findet keine Hilfe, weil ihre Schule geschlossen ist und Angebote der Jugendhilfe nicht mehr stattfinden. Diese beiden stehen exemplarisch für Tausende anderer Kinder, und jedes ihrer Schicksale muss uns aufrütteln. Für sie ist Corona die Hölle, und zwar nicht das Virus selbst. Sie leiden unter den katastrophalen Folgen des Krisenmanagements dieser Bundesregierung, und das muss endlich ein Ende haben, meine Damen und Herren. Aber stattdessen ist der Bundesregierung und dem Ministerpräsidenten am Montag auch wieder nichts anderes eingefallen, als den Lockdown zu verlängern und dabei weiter bei der Krisenbewältigung vor sich hinzudilettieren. Ja, ich sage das so hart und so deutlich, denn seit Wochen und Monaten geht bei den Tests, beim Impfen, bei Luftfilteranlagen, bei digitaler Kontaktnachverfolgung einfach nichts voran. Und weil die Regierung hier so kläglich versagt, sollen die Menschen weiterhin auf ihre Grund- und Freiheitsrechte verzichten, und unsere Kinder bezahlen das mit ihrer psychischen und physischen Gesundheit, und das geht so nicht weiter. Und ohne die Reden gehört zu haben, die hier gleich von den Abgeordneten der regierungstragenden Fraktionen vorgetragen werden, da habe ich doch aus den Debatten der vergangenen Monate doch eine Ahnung, was wir hier hören werden. Und deshalb regiere ich jetzt schon mal. Ja, mir ist klar, dass die Regierung nicht für das Virus selbst verantwortlich ist. Aber sie ist sehr wohl für die Bekämpfung der Pandemie verantwortlich. Und da ist die Bilanz nach einem Jahr einfach verheerend. Und glauben Sie mir, es macht mir überhaupt keinen Spaß, Ihnen heute Ihre Fehler ankreiden zu müssen. Ich würde Sie viel, viel lieber für ein kluges Krisenmanagement loben, denn dann würde es unseren Kindern heute sehr viel besser gehen. Und deshalb sage ich Ihnen, machen Sie heute bloß nicht den billigen Versuch, sich hier rauszuwinden, die Lage schönzureden oder sogar einen Angriff auf diejenigen zu starten, die die Versäumnisse benennen. Die Analyse dieser desolaten Lage, die ist glasklar.
Und wer einwendet, dass der Bund ja gar nicht zuständig ist, dem sage ich, der Bund hat übrigens mit freundlicher Unterstützung der Ministerpräsidenten diese Situation mit dem Dauerlockdown überhaupt erst zu verantworten. Er kann sich also hier nicht einfach aus der Verantwortung stehlen. Also lassen Sie diesen untauglichen Versuch. Und ich erwarte von Ihnen, dass Sie sich jetzt mit unseren Vorschlägen und den Gründen, die wir nennen, und auch die Grünen haben ja ein paar Vorschläge vorgelegt, dass Sie sich mit diesen Vorschlägen auseinandersetzen und dass Sie sie nicht einfach reflexartig abtun, weil Sie von der Opposition stammen. Wenn Sie mit unseren Vorschlägen nicht einverstanden sind, dann machen Sie doch einfach andere. Ich erwarte aber jetzt eine ernsthafte Debatte darüber, was jetzt geschehen muss, damit die Kinder nicht weiter zu den Verlierern dieser Pandemie gehören. Für uns ist das zentrale Ziel klar. Wir müssen erneute flächendeckende Kita- und Schulschließungen verhindern. Tun wir das nicht, dann rollt ein Tsunami auf uns zu an Problemen, den auch kein noch so hoher Deich aufhalten kann. Wir fordern in unserem Antrag 9 konkrete Maßnahmen. Dazu zählt ein Krisengipfel zur gesundheitlichen Lage von Kindern und Jugendlichen als Initialzündung für handfeste Maßnahmen, zum Beispiel pandemiesichere Freizeitangebote, Therapieplätze, die ausgebaut werden müssen, und Kindersozialarbeit, die wir stärken müssen. Ich freue mich auf die Debatte. Lassen Sie uns die ernsthaft führen. Das Wort hat die Abgeordnete Bettina Wiesmann für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, also von dem Redebeitrag der wesentlichen antragstellenden Fraktionen hätte ich mir schon ein wenig mehr Begründung für die vorgebrachten Vorschläge erwartet. Aber ich kann Sie versichern, wir setzen uns mit allen Vorschlägen, und wir haben auch eine Menge eigene, mit denen wir uns ständig befassen und die wir auch umsetzen. Die Pandemie prägt unsere Gegenwart, aber Corona darf nicht zum Ende unserer Zukunft werden. Da sind wir uns auch einig. Deshalb ist es sehr gut, dass heute zur besten Zeit hier auch Kinder und Jugendliche nochmals im Fokus der Debatte stehen. Und liebe Kollegen der Opposition, der FDP und der anderen, Sie werfen in Ihren Anträgen natürlich wirklich wichtige Fragen auf, nämlich physische und psychische Gesundheit, Chancenaufholprogramm, Bildungskrise etc. Denn es geht um die Entwicklungs- und Bildungschancen unserer Kinder und mittelbar um den Lebens- und Arbeitsalltag von gut 7,5 Millionen Familien, und das sind 25 Millionen Menschen, ein Drittel unserer Bevölkerung. Und es geht um unsere Zukunft, denn die Kinder sind unsere Zukunft. Meine Damen und Herren, die Zahlen des RKI zeigen aber auch, dass die Pandemie jetzt auch die Jugend erfasst. In der vergangenen Woche haben sich über 18.000 Kinder und Jugendliche unter 20 Jahren infiziert, dagegen nur 16.000 Menschen, die älter als 60 Jahre alt sind. Mit anderen Worten, die Älteren sind jetzt vergleichsweise sicher, die Jugend zunehmend nicht. Bei Kindern unter 10 liegt der Inzidenzwert von 112 bereits über der zweiten Welle. Wir können sie nicht impfen, denn es gibt noch ein zugelassenes Vakzin, und wenn wir uns hier auf den Kopf stellen. Zugleich, das wissen wir alle, führt das reduzierte Leben zu Hause mit Distanzunterricht und ohne oder fast ohne echte Sozialkontakte und Freizeitbeschäftigung nachweisbar zu psychischen und auch physischen Beeinträchtigungen. Gestern wurde die JUKO-Studie der Unis in Hildesheim und Frankfurt veröffentlicht, die den Ernst der Lage, die wir Familien- und Bildungspolitiker hier schon länger sehen, bestätigt. Kinder und Jugendliche müssen mit Kindern und Jugendlichen zusammenkommen. Der wichtigste Ort dafür ist die Schule. Und deshalb hat das Offenhalten von Schulen und auch Kitas Priorität. Und auch ich plädiere heute dafür, endlich den benötigten Kraftakt anzustrengen. Nicht man müsste mal oder Modellversuch, sondern nach den Osterferien alle Jahrgänge testbasiert in die Schule zu lassen und dem Virus die Stirn zu bieten. Und wie geht das? Jeden Morgen wird jeder Schüler vor Ort unter Aufsicht von Pädagogen mit Selbsttest getestet. Negativ, normaler Schulunterricht unter Einhaltung von Abstand, Händewaschen, Maskenpflicht, Luftreinigung. Positiv, ab zum PCR-Test und nach Hause in Quarantäne bis zum Ergebnis. Ähnlich bei Kitas, hier wird mehr Mithilfe der Eltern zu Hause erforderlich sein. So wird einige Wochen verfahren, und wenn es kaum Inzidenzen gibt, es gibt ja eine interessante Studie auch dazu, in Österreich wurde das ja auch ausgewertet, da gab es gar nicht so viele Inzidenzen, dann kann man die Engmaschigkeit der Tests reduzieren, aber eben nicht umgekehrt. Erst mal ein, dann vielleicht zwei Tests pro Woche. Nein, Schulen und Kitas müssen sofort gesichert werden, wie Hogwarts vor den Todessern. Und da wir keine Schutzzauber haben, tun wir es mit dem, was wir haben, nämlich mit Selbsttests.
Das kostet pro Woche etwas über 40 Millionen Tests, wenn man die Kitas dazu nimmt, 60 Millionen. Und die Länder haben mit Unterstützung des Bundes, der seine Aufgabe nämlich wahrnimmt an dieser Stelle, aktuell geordert, 170 Millionen Tests. Da kann man noch etwas drauflegen. Das Angebot wird hier fast stündlich von der Bundesregierung wiederholt. Dabei ist Unterstützung angeboten, die muss man nur wahrnehmen. Und das ist tatsächlich eine Aufgabe, die die Länder jetzt erfüllen müssen. Tägliche Tests erhellen das Dunkelfeld Schule und Kita und entlasten Lehrkräfte, Kinder, Eltern, Arbeitgeber. Das ist die erste, die wichtigste Perspektive für Kinder und Jugendliche und natürlich für die Familien. Schule läuft wieder weitgehend normal, bis hin auch zu Sport, musischen, künstlerischen und sonstigen Aktivitäten, die eben außerhalb in dieser Lage noch nicht wieder möglich sind. Ein echter Weg, eine tolle Chance. Aber wie geht es weiter, wenn schulisches Leben und der Alltag sich normalisieren, Schritt für Schritt? Hier muss die Parole lauten, durchstarten helfen. Das ist der zweite Teil meiner Ausführungen. Und dabei gilt, seelische Stärke ist die Grundlage für alles. Wenn wir die Kinder erst wieder in Schule und Kita haben, dann können wir auch Lerndefizite bewältigen. Das sagen uns auch Schulleiter, mit denen wir sprechen. Was ist jetzt die Vorstellung der Union für das Durchstartprogramm? Erstens. Schulen auf, Unterricht auf Normalmaß und den gelernten Nutzen aus dem digitalen Unterricht bitte schön integrieren. Zweitens, mit Kindern und Jugendlichen sprechen, um ihre Erfahrungen und Prioritäten dem Durchstart zugrunde zu legen. Ein Kinder- und Jugendgipfel im Kanzleramt, den wir hier schon im letzten Jahr vorgeschlagen haben, wäre das Forum der Wahl. Drittens, mit Familienhilfe, Kinder- und Jugendhilfe passende Begegnungs- und Hilfeformate für die veränderten, eben noch nicht vollständig gleich wieder normalisierten Lebensbedingungen der Kinder entwickeln. Viertens, langfristig Beteiligungsformate für Kinder und Jugendliche etablieren, zum Beispiel Jugendparlamente, das macht diese Bundesregierung schon, dies zu fördern. Und Hackathons, auch das findet schon statt, denn das Kindeswohl ist ein primär heranzuziehendes Kriterium für Kinder und Jugendliche betreffende Entscheidungen. Und dafür braucht es immer ihre Beteiligung. Fünftens, die erlernten Fähigkeiten unter der Pandemie sind auch Chancen. Sie müssen für künftiges Lernen, für künftiges Arbeiten herangezogen werden. Deshalb müssen wir es auswerten und wieder Kinder und Jugendliche einbeziehen. Sie sind die Anwendungsprofis, sie werden gebraucht. Und sechstens, natürlich auch Lernstandserhebungen durchführen, eine zielgenaue schulische Nachsorgestrategie entwickeln. Von Ferienakademien, die gab es schon letztes Jahr, man kann aus ihnen sicher noch lernen, wie es noch besser geht, über Patenschaftsmodelle bis zu systematischer Nachhilfe, auch unter Heranziehung privater Anbieter. Und siebtens, außerschulische Bildung, uns als Union immer ganz besonders wichtig, wahrscheinlich nicht nur uns, zum Beispiel Sport- und Kulturangebote intensivieren. Und da besteht nun wirklich Nachholbedarf, denn da ist einfach vieles versäumt worden, weil es nicht stattfinden konnte. Und man muss ausloten, was man davon nachholen kann. So viel als möglich muss die Devise sein. Zum Beispiel beim internationalen Jugendaustausch, zum Beispiel bei auch Freizeitveranstaltungen kleinerer Anbieter regional. Achtens, Freiwilligendienste stärken, das kommt auch in einem Antrag vor. Ja, die vielen Initiativen und Hilfsangebote haben das Ehrenamt, vor allem die spontane Hilfe, auch stark anwachsen lassen. Ein guter Effekt der Pandemie. Hier sollten sowohl Angebote gestärkt werden, als auch längerfristige Einsatzmöglichkeiten für Freiwillige geschaffen werden. Natürlich auch, weil sich die Jugendlichen besonders dafür interessieren. Die Anmeldezahlen sind so hoch wie nie. Das ist eine Anerkennung, aber zugleich Hilfe für uns alle. Und neuntens, psychosoziale Hilfe überdenken. Haben wir die Sorgen und Nöte richtig erkannt von Jugendlichen? Wie kann Einzelnen so geholfen werden, dass auch sie seelisch gestärkt aus der Pandemie herauskommen? Ich will nur mal die Initiative krisenchat.de nennen, mit der wir uns intensiv beschäftigen, weil sie ein bisher nicht vorhandenes, unkonventionelles, sehr niedrigschwelliges Hilfsangebot tatsächlich unterbreitet. Entscheidend ist, letzter Gedanke, nicht die Bundesregierung hat hier die Allein- oder Hauptverantwortung. Das kann ich Ihnen nicht ersparen, auch wenn Sie das jetzt nicht hören wollten. Sondern es hat jeder an seinem Platz Verantwortung. Jugend- und Kultusminister, Landräte, kommunale Verantwortliche und noch viele mehr. Was aber fehlt bisher, und das beklage ich, ist die Priorität. Schauen wir nach vorne. Können wir es uns nicht leisten, Kinder und Jugendliche als Nebensache zu betrachten? Sie sind uns anvertraut und sie sind Garanten unserer Zukunft. Und das gilt übrigens unverzüglich. Und wenn es Ihnen gut geht, geht es Kollegin uns im Wesentlichen Wiesmann, gut. Sie und sprechen auf Kosten Ihrer Kolleginnen und Kollegen. Bewusst handeln heißt, jeder an seinem Platz, jeder muss Verantwortung übernehmen. Dankeschön.
Das Wort hat der Abgeordnete Martin Reichert für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Am Anfang meiner Rede möchte ich mich bei den Menschen in Deutschland bedanken, die seit Monaten friedlich auf der Straße sind, um für unsere Grundrechte zu demonstrieren. Bürgerrechte, die unserer Regierung in dieser Zeit eher als störend vorkommen. All diese Menschen haben sich um unser Grundgesetz verdient gemacht. Es sind Menschen, die um ihre Existenz bangen, Väter, Mütter, Großeltern, die sich um die Gesundheit und die Zukunft ihrer Kinder sorgen. Wir werden in dieser Zeit von Verordnungen regiert, die die Ministerpräsidentenkonferenz beschließt, die anders als die Bundesregierung, Bundestag, Bundesrat keine Erwähnung in unserer Verfassung findet. Eine Konferenz, die nicht im Grundgesetz steht, schränkt die verbrieften Grundrechte der Bürger in Deutschland immer weiter und immer wieder ein. Die Freiheit in Deutschland, sie wird in immer dickeren Scheiben eingeschränkt. Ich rufe alle hier im Parlament auf, lassen Sie die Freiheit in Deutschland nicht immer weiter beschneiden, geben Sie den Menschen und insbesondere den Kindern ihre Würde und ihre Eigenverantwortung zurück. Denn bald wird der Tag kommen, wo Volksvertreter gefragt werden, warum haben Sie mitgemacht? Warum haben Sie nichts getan? Warum haben Sie geschwiegen? Und wahrscheinlich wird es dann wieder keiner gewesen sein wollen, meine Damen und Herren. An erster Stelle haben diese Frage zu stellen das Recht unserer Kinder. Und für unsere Kleinsten und Schutzbedürftigsten spreche ich hier. Distanzlernen, Homeschooling, Schutzwochen, das sind Synonyme dafür, dass unsere Kinder nicht angemessen beschult werden. Oxford-Studien zeigen, dass Kinder der Sekundarstufe 1 online wenig lernen. Kinder, die vor dem Lockdown schon benachrichtigt waren, leiden besonders unter dieser Situation. Die Lehrer mussten mit den Lerninhalten quasi auf den Stand zu Anfang des Lockdowns zurückgehen. Das dürfen wir in Deutschland nicht zulassen. Die hier vorliegenden Anträge der FDP und der Grünen enthalten gute Vorschläge. Dennoch muss man sagen, sie doktern an den Symptomen herum, anstatt die tatsächliche Ursache zu bekämpfen und dann wirklich konsequent zu sein. Die Konsequenz heißt, Risikogruppen schützen, Schulen unverzüglich öffnen. In diesem Punkt hat die Regierung auf allen Ebenen versagt. Die AfD aber will die Ursache bekämpfen. Wir möchten Kinder ihre Kindheit, ihr Lachen, ihre Normalität zurückgeben. Denn Normalität ist der beste Schutz für Kinder. Alle Parteien haben im Ausschuss unseren Antrag abgelehnt, in dem wir unter anderem fordern, bei allen Corona-Maßnahmen die Auswirkungen auf das Kindeswohl zu prüfen, Kindern bis zum vollendeten 12. Lebensjahr vollständig von der Maskenpflicht zu befreien und eine differenzierte Nutzen-Schaden-Analyse in Bezug auf die Mund-Nase-Verordnung mit Schwerpunkt Kinder und Jugendliche aufzustellen. Alles Forderungen, die von Kinderärzten, Verbänden und Eltern schon lange auch eingebracht werden. Kinder sind keine Treiber der Pandemie. Wer das verneint, hat die vielen internationalen Studien nicht gelesen und benutzt unsere Kinder für Machtspiele und Panikrhetorik. Studien zeigen, Erwachsene stecken häufig Kinder an, aber eben nicht umgekehrt. Kinder sind nicht die primäre Gefahr in dieser sogenannten Pandemie. In Schweden, das keine Maskenpflicht und keinen Lockdown hat, liegt die Inzidenz bei Kindern bei 2. Schweden hatte 15 schwer erkrankte Kinder. Das entspricht einem Auftreten schwerer Erkrankungen bei Schulkindern von 1 zu 130.000, meine Damen und Herren. Und wenn wir uns dann anhören, dass die vermeintlich um 152% gefährlicheren Mutationen eintreten, dann bliebe immer noch ein Verhältnis von 1 zu 51.000, also von etwa 38 bis 40 schwer
erkrankten Kindern. Meine Damen und Herren, ja, diese Erkrankungen sind schlimm, aber wir müssen die Verhältnismäßigkeit wahren. Was unsere Regierung davon abhält, bei dieser Faktenlage die Kinder von der Maskenpflicht zu befreien, entzieht sich meiner Kenntnis. Und wir haben Zahlen für Deutschland, die Eltern, Kinder, ganz Deutschland beruhigen könnten und die Unverhältnismäßigkeit der Maßnahmen aufzeigen. Im Vergleich zu Erwachsenen erkranken Kinder weniger an Covid-19. Laut RKI machten bisher nur 1,8% der festgestellten Corona-Infektionen Kinder unter 10 Jahren aus. Von 15 Millionen in Deutschland lebenden Kindern mussten zurzeit aufgrund von SARS-CoV-2 245 stationär aufgenommen werden. Das sind Zahlen. Und wir wissen alle, und das wurde von hier der Rednerin der FDP richtig gesagt, wie sehr unsere Kinder unter diesen Maßnahmen leiden. Überfüllte Psychiatrien, ein exponentielles Wachstum bei Depressionen, körperliche Leiden. Hier im Parlament werden leider nur Krokodilstränen vergossen. Nehmen wir aber wieder besseren Wissens hier all diese unverhältnismäßigen Maßnahmen hin. Wir von der AfD tun das nicht. Ich frage mich, ob Kinder, Eltern und Großeltern hier noch von einigen in die Augen gesehen werden kann. Dieser Regierung sage ich jedenfalls, schämen Sie sich. Es ist Zeit, dass wir Parlamentarier anfangen, das Wohl von Kindern endlich ganz oben auf die Agenda zu setzen, denn sonst machen wir uns mitschuldig. Die Kanzlerin hat mit der Rücknahme ihrer sogenannten Osterruhe bewiesen, dass es sich eben nicht um einen Killervirus handelt, sondern dass es sich eben um eine Krankheit handelt, deren Maßnahmen man offensichtlich aussetzen und zurücknehmen kann, weil man Probleme bei der Lohnfortzahlung sieht, meine Damen und Herren. Bei der Lohnfortzahlung, wenn es um Leben und Tod geht, dann kann eine Kanzlerin bei der Rücknahme von Maßnahmen sich nicht auf die Lohnfortzahlung berufen, meine Damen und Herren. Und wir wissen nicht erst seit gestern, dass diese Regierung nicht den Menschen in Deutschland dient. Sie dient den Lobbyisten und den korrupten Unionspolitikern. Frau Merkel, wenn Sie jetzt da wären, dann würde ich Ihnen Folgendes raten. Beenden Sie die kinderfeindlichste Regierungsperiode der deutschen Nachkriegsgeschichte. Treten Sie endlich zurück. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat nun die Kollegin Ulrike Bauer das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kollegen und Kolleginnen, es ist gut, dass wir hier und heute eine Debatte darüber führen, wie Kinder und Jugendliche durch die Pandemie-Maßnahmen belastet werden und welche Unterstützung sie jetzt brauchen. Das ist lange Zeit viel zu kurz gekommen und wurde immer wieder von Familien gefordert. Ja, es stimmt, die Bewältigung der Pandemie verlangt den Jüngsten viel ab. Auch heute, nach einem Jahr Pandemie, haben wir immer noch keine klaren Konzepte, wie wir mit Corona Schulen offen halten und Jugendarbeit verlässlich ermöglichen können. Das ist kein Ruhmesblatt und schwer vermittelbar. Zur Wahrheit gehört auch, dass wir inzwischen Studien haben, die sich detailliert mit den Belastungen von Kindern und Jugendlichen auseinandersetzen. Wichtig scheint mir dabei, auch die ermutigenden Erkenntnisse daraus weiter zu transportieren. Denn sowohl die COPSI-Studie als auch weitere Experten, wie zum Beispiel der Intensivpädagoge Professor Menno Baumann, halten fest, die Pandemie erzeugt zwar beträchtliche psychische Belastungen. Störungen oder Krankheiten entwickeln sich aber nur dort, wo die Disposition dazu schon vorhanden ist. Kontaktbeschränkungen oder fehlende Sportangebote machen gesunde Kinder traurig, aber nicht seelisch krank. Und sehr vieles können wir mit Bordmitteln abfangen. Mit regelmäßigen, gerne digitalen oder auch telefonischen Kontaktangeboten der Schulen und Kitas und mit einem strukturierten Alltag zu Hause. Das muss dann aber funktionieren.
Ich sage das nicht, um Probleme zu bagatellisieren. Kinder und Jugendliche, die schon vorher psychische Probleme hatten, die aus einem sozial schwierigen Umfeld kommen, die zu Hause wenig Struktur und Rückhalt haben, sind sehr gefährdet und brauchen unbedingt Hilfe. Ich möchte nur keine Panik unter Eltern schüren, weil mir zum Teil schon die Sorge gespiegelt wird, die Generation Corona sei verloren. Nein. Bislang erweist sie sich in großen Teilen als sehr resilient und vielleicht sogar als besonders kreativ. Statt weiterer Sondergipfel kommt es mir darauf an, jetzt schnell die Regelsysteme zu stärken. Und da sind wir auf einem guten Weg. In den Verhandlungen zum Kinder- und Jugendstärkungsgesetz befinden wir uns auf der Zielgeraden und sind gemeinsam mit unserem Koalitionspartner dabei, einen guten Entwurf noch besser zu machen. Das KJSG mit unseren Ergänzungen greift viele Punkte auf, die Sie in Ihren Anträgen ansprechen. Einen hilfeorientierten Kinderschutz mit guter Kommunikation zwischen allen Akteuren, einen Rechtsanspruch auf bedarfsgerechte und niedrigschwellige Hilfen in Notsituationen, wenn Eltern zum Beispiel wegen einer psychischen oder sonstigen Erkrankung ihre Kinder zeitweise nicht selbst betreuen können, sehr stark erweiterte Beteiligungsbeschwerderechte, damit Kinder und Jugendliche selbst eine Stimme haben und gehört werden, eine Stärkung von Selbstvertretungsorganisationen, die auch im Rahmen der Jugendhilfeplanung einbezogen und gehört werden müssen, die Verankerung von Schulsozialarbeit im SGB VIII oder eine gesetzliche Vorgabe für eine zeitgemäße digitale Ausstattung von Jugendämtern. Diese Verbesserungen brauchen wir nicht nur zu Zeiten der Pandemie oder zur Aufarbeitung ihrer Folgen, sondern auch darüber hinaus. Das braucht aber auch finanzielle Mittel. Und ich plädiere sehr dafür, dass in unserem föderalen System jetzt auch jede Ebene ihre Verantwortung annimmt und wahrnimmt, anstatt immer mit dem Finger aufeinander zu zeigen. Ja, ich komme zum Schluss. Und dafür hat nämlich niemand Verständnis und am allerwenigsten die Kinder und Jugendlichen, die jetzt Unterstützung brauchen. Vielen Dank. Für die Fraktion Die Linke hat nun der Kollege Norbert Müller das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir diskutieren heute ein weiteres Mal zur Kernzeit die Lage von Kindern und Jugendlichen in dieser seit einem Jahr währenden Pandemie. Und ich hätte angesichts der Dramatik der Situation eigentlich erwartet, dass auf der Regierungsbank der Bundesminister Spahn, die Kanzlerin, der Chef des Bundeskanzleramtes, die Bundesbildungsministerin Karliczek, vielleicht kennt der eine oder andere sie und hat sie mal gesehen, die Bundesjugendministerin Giffey, oh, Frau Karliczek sitzt da, die Bundesjugendministerin Giffey oder Herr Scheuer, das nehme ich zurück, oder Herr Scheuer, der soll ja für die Teststrategie an Schulen und Kitas neuerdings mit zuständig sein, hier sitzen. Die weitgehend gähnende Leere auf der Regierungsbank zeigt aber ein deutliches Desinteresse der Bundesregierung genau an der Situation von Kindern und Jugendlichen an der Pandemie. Und das zeigt die komplette Dramatik und auch die Probleme der Situation. Meine Damen und Herren, ich bin Vater von drei Söhnen, ein 10-jähriges Schulkind, ein 6-jähriges Kita-Kind, das die Hälfte seines bewussten Erlebens in der Phase der Pandemie verbracht hat, und ein Zwerg, der mitten in der Pandemie geboren wurde. Meine drei Söhne haben erlebt, wie Schulen geschlossen wurden, wie Kitas geschlossen wurden, auf- und zugingen, wie sie in Quarantäne mussten, weil Kinder, die sie teilweise nicht mal kannten, auf Covid-19 positiv getestet wurden. Sie haben seit einem Jahr keinen Normalzustand, selbst wenn sie mal in Schule oder Kita gehen können. Kindergeburtstage sind ausgefallen, Freunde und Familie konnten nicht oder nur sehr eingeschränkt gesehen werden. Vereinssport findet seit einem Jahr nicht statt, Familienurlaube sind auch ausgefallen. Normales, monatelanges Homeschooling hat Schule in der Schule ersetzt. Und das allen geht 14 Millionen Kindern und Jugendlichen in Deutschland so. Das geht ja nicht nur unseren Kindern so, das geht 14 Millionen Kindern und Jugendlichen so. Und vielen von denen geht es nicht so gut wie meinen eigenen Kindern. Die haben Existenzängste, die sind nicht ökonomisch so gut abgesichert und die haben auch möglicherweise nicht so gute Wohnverhältnisse. Die sitzen auf 50 oder 60 Quadratmetern in Zweiraumwohnungen. In meinem Wahlkreis in Potsdam ist das Realität von Familien mit zwei oder drei Kindern, in kleinen Wohnungen zu sitzen und diese Pandemie noch ganz anders zu erleben. Und wenn wir uns dann angucken, welche Priorität für Bund und Länder die Situation hat, dann muss ich sagen, keine besonders große. Werfen wir doch einen Blick
in den Beschluss der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs, der hier viel diskutiert wurde in den letzten Tagen. Und schauen wir uns nicht nur die Passagen zur sogenannten Osterruhe an, sondern machen Sie sich die Mühe auf diesen 7 Seiten und suchen Sie mal nach Kindern und Familien. Und da haben Sie genau einen Treffer. Ein Treffer, wo es um Kinder geht. Nämlich darum, dass bei den Kontaktbeschränkungen zu Ostern Kinder unter 14 Jahren ausgenommen sind bei der Zählung der Hausstände. Das ist die einzige Erwähnung. Ansonsten geht es noch um Schulen und Kitas und dass perspektivisch, so sie irgendwann vorhanden sein sollten, dort auch 2 Tests in der Woche stattfinden sollten. Über Schnelltests reden wir seit einem Dreivierteljahr. Die sind seit einem halben Jahr auf dem Markt. Das ist ehrlich gesagt überhaupt nicht ernst zu nehmen, dass die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten, und zwar alle mit der Kanzlerin, sich alle 4 Wochen zusammensuchen. Und das ist nicht der erste, sondern die sehen alle so aus seit einem Dreivierteljahr. Und es um Kinder und Jugendliche nicht geht, maximal darum, ob Abschlussklassen noch ihre Noten kriegen und Prüfen machen können und wann irgendwann endlich die Schnelltests in den Schulen ankommen. Ich finde das eine völlig inakzeptable Situation. Und nun ist es ja nicht so, dass es keine Vorschläge der Opposition im letzten Jahr gegeben hat. Das ist ja unser Job auch. Wir haben Vorschläge gemacht zur Teststrategie in Schulen und Kitas. Seit einem Jahr fordern wir regelmäßige Testungen. Das wäre schon längst überfällig gewesen. Stattdessen sah der Stufenplan des Robert-Koch-Instituts vom Oktober noch vor, dass Kinder in Schulen und Kitas, selbst wenn es zu Fällen kommt, gar nicht getestet werden sollen. Die gehen in Gruppenquarantäne und sollen gar nicht getestet werden, um Kapazitäten zu sparen. Wir haben beantragt, alle Oppositionsfraktionen, Luftfilterprogramme in Schulen, haben sie abgelehnt. Wir haben beantragt, Pandemieräte, Kinder wenigstens in Pandemieplänen überhaupt gesondert zu berücksichtigen. Das haben sie abgelehnt. Wir haben beantragt, Pandemiezuschläge für Erzieherinnen und Erzieher, die arbeiten gehen müssen, für Beschäftigte in sozialen Erziehungsberufen, haben sie diese Woche erst abgelehnt. Wir haben beantragt, Rettungs- und Investitionsprogramme für Jugendbildungsstätten und für die Jugendherbergen, da haben sie ein Mini-Programm aufgelegt, ansonsten haben sie es abgelehnt. Wir haben beantragt, Rettungsprogramme für die offene Kinder- und Jugendarbeit, für die Jugendverbandsarbeit, für die Jugendverbände, das haben sie abgelehnt. Wir haben beantragt, einen Kindergipfel, nach 10 Monaten beantragt das auch die FDP, begrüße ich sehr, haben sie bei uns abgelehnt, werden sie bei der FDP auch ablehnen. Ist ja schon angekündigt worden. Wir haben beantragt, Pandemiezuschläge auf die Grundsicherung, weil ärmste Familien am heftigsten betroffen sind. Das haben sie immer und immer und immer wieder abgelehnt. Wir haben Vorschläge gemacht zur besseren digitalen Ausstattung in Familien, uns als Linke sogar darauf eingelassen, weil das der schnellste Weg gewesen wäre, über dieses ansonsten unselige Bildungs- und Teilhabepaket wenigstens eine digitale Grundsicherung einzuführen, wenigstens über die bestehenden Mittel im BOT Familien ausreichend auszustatten. Auch das haben sie abgelehnt. Stattdessen diskutieren Kanzlerin, Bundesregierung und Ministerpräsidenten seit Monaten darüber, wie wir gewährleisten, dass Klausuren geschrieben werden und Abschlussarbeiten stattfinden. Das ist die einzige Priorität im ganzen Feld, die sie hingekriegt haben. Und ehrlich gesagt, das Grundrecht auf Bildung jetzt noch so auf ein Recht auf Noten zu verstümmeln, ich finde, das ist kaum auszuhalten und völlig inakzeptabel. Und zum Antrag der AfD-Fraktion. Also das ist ja Ihr Lieblingsthema, die Masken. Die Masken. Mein 6-jähriger Sohn, der in eine Kita geht und für den in der Landeshauptstadt Potsdam damit Maskenpflicht gilt, der hat ein geringeres Problem damit, eine Maske zu tragen als Sie. Im Gegenteil, dem muss man manchmal nachmittags sagen, du kannst die übrigens auch zu Hause jetzt wieder absetzen. Der hat auch Spaß daran, mit uns zusammen Masken auszusuchen. Das schädigt ihn 0,0. Es stört ihn überhaupt nicht. Wissen Sie, das ist auch egal, ob es freiwillig ist oder nicht freiwillig ist. Der ist froh, dass er wieder in die Kita gehen kann. Weil das konnte er im letzten Jahr monatelang gar nicht. Das konnte er zu Beginn dieses Jahres monatelang gar nicht. Und mein 10-jähriger Sohn ist froh, dass er in die Schule gehen darf. Den stört überhaupt nicht, ob er dafür jetzt die Maske auf dem Schulhof oder in der Pause tragen muss oder nicht. Das ist doch nicht das zentrale Thema. Das, was das zentrale Thema ist, wie wir hinkriegen, dass Schulen und Kitas öffnen können und nicht, ob die dort eine Maske tragen müssen, nur weil ihnen das nicht in den Kram passt. Ich finde ehrlich gesagt, was Sie hier vorgelegt haben, ist, pardon, intellektueller Schwachsinn. Das Einzige, was Sie beizutragen haben in der Situation von Kindern und Jugendlichen in der Pandemie, ist, dass Masken das größte Problem sind. Auf die Idee muss man erst mal kommen. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine Damen und Herren. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat nun Margit Stump das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Frau Ministerin.
In keinem industrialisierten Land hängt der Bildungserfolg so stark vom Elternhaus ab wie in Deutschland. Das wirkt sich in Zeiten geschlossener Kitas und Schulen noch verheerender aus. Wir haben die Folgen in der ersten Welle der Pandemie gesehen. Jetzt, zu Beginn der dritten Welle, werden daraus nicht nur Bildungsrückstände, sondern Bildungsgräben. In keinem Land wachsen die Bildungsabstände so sehr wie bei uns in Deutschland. Dazu kommen die psychischen Folgen der Pandemie. Wir Grünen haben das früh gesehen und bereits im April des letzten Jahres und seitdem regelmäßig Vorschläge gemacht, wie wir diesen Entwicklungen entgegensteuern können. Es geht vor allem darum, die Schulen als sichere Lernumgebung und die Erreichbarkeit der Schülerinnen und Schüler im Zweifel auch digital zu sichern und Kitas offen zu halten. Denn die wichtigsten Faktoren für Bildungserfolg sind Unterricht und die Beziehung zur Lehrkraft. Die Maßnahmen hat Kollege Müller gerade schon umfangreich aufgezählt. Sie kennen sie. Trotz der Dringlichkeit liefen unsere Anträge überwiegend ins Leere. Verändert hat sich seit einem Jahr so gut wie nichts. Kollegin Stump, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung der Kollegin Wiesmann? Ja, bitte. Herzlichen Dank, Frau Kollegin, dass Sie die Frage zulassen. Ich würde Sie gerne fragen, wie es denn sein kann, wenn Sie zu der Überzeugung hier kommen, dass es so wichtig ist, den Präsenzunterricht rasch wieder zu ermöglichen, dass in der hessischen Landesregierung, wo darum gerungen wurde, ob vor Ostern noch eine Rückkehr in den Präsenzunterricht für die seit vielen Wochen ausgeschlossenen Jahrgänge 7 bis 11 ermöglicht wurde, Ihre Vertreter in der Landesregierung dafür gesorgt haben, dass da eine inzidenzbasierte Grenze eingezogen wurde, die am Ende dafür gesorgt hat, dass die angekündigten Schulöffnungen für die Jahrgänge 7 bis 11 nicht erfolgen konnte. Das würde ich wirklich gerne erfahren, ob Sie da dahinter stehen oder ob das einfach unterschiedliche Auffassungen sind, die Sie dann natürlich auch untereinander vielleicht klären könnten. Ja, Sie kennen die Möglichkeiten innerhalb einer Koalition. Und wo ist Ihr Stufenplan? Der hätte uns ein Stück weit weitergeholfen. Man bezieht sich immer noch auf das Robert-Koch-Institut. Da müssen Sie sich nicht wundern, wenn es innerhalb der Landesregierungen Rangeleien gibt über den richtigen Weg. Und Sie haben bis heute keinen Stufenplan vereinbart in den Konferenzen. Was wundern Sie sich? Schauen Sie sich schwarz-regierte Bundesländer an. Und da sehen wir, das Gerangel um Zuständigkeiten hält überall an und Ministerin Karliczek hält sich weiter zurück. Die Presse kommentiert, die Bildungsministerin schaue von der Seitenlinie zu. Den Eindruck teile ich nicht. Ich habe vielmehr den Eindruck, die Bildungsministerin sitzt bereits in der Kabine und erwartet sehnlichst den Abpfiff, anstatt alles dafür zu tun, um das Spiel noch zu drehen. Nur so ist es doch zu erklären, dass sie den Spielverlauf, um im Bild zu bleiben, völlig realitätsfern einschätzt. Sie nimmt eine Aufbruchsstimmung in den Schulen wahr, fragt sich, Aufbruch wohin? Ich bin fast täglich in Kontakt mit Schulleitungen, mit Lehrkräften, mit Eltern, auch mit Schülerinnen und Schülern. Aufbruch spüre ich in Richtung Verzweiflung und in Richtung Resignation. Weil nichts, aber auch gar nichts ankommt von dem, was versprochen wurde. Wo bleiben die Endgeräte für Lehrkräfte, für AdministratorInnen, ausreichend Masken, Selbsttests? Auch die Impfungen für unsere PädagogInnen erfolgen immer noch schleppend. Fazit, die Not ist groß und wird durch Ignoranz noch größer. Und Frau Karliczek, heute sind Sie ja wenigstens mal da. Aber dass Sie hier in der Debatte Stellung beziehen, Fehlanzeige. Wir legen einen Antrag vor, der nicht nur die Maßnahmen zur Sicherstellung von Präsenz und im Zweifel auch Distanzunterricht fordert, sondern den Blick über die Zeit der akuten Pandemie hinausrichtet. Wir brauchen ein Bündel von mittelfristigen und verlässlichen Begleit- und Fördermaßnahmen, damit unsere Kinder die Last in Form von Bildungsrückständen aus der Pandemie nicht ihr ganzes Leben lang mit sich schleppen. Dafür tragen alle Verantwortung, denn Bildung ist eine gesamtpolitische Aufgabe, auch für den Bund. Das Wort hat der Kollege Norbert Altenkamp für die CDU-CSU-Fraktion.
Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich denke, da brauchen wir uns nicht drüber streiten. Ich denke, wir wollen alle das Beste für unsere Kinder. Als Vater von zwei Kindern weiß ich nur zu gut, vor welch großen Herausforderungen die Einschränkung der Corona-Krise unsere Kinder und ihre Familien stehen. Sie können ihre Freunde nicht mehr in der gewohnten Art treffen, nicht feiern, kaum Sport treiben, Musik machen oder die Welt durch Reisen erkunden. Sie versäumen trotz allen Bemühen im Homeschooling Schulstoff außerdem wichtige Erfahrungen, die für ihre Entwicklung wichtig sind. Viele Jugendliche haben auch Angst vor der Zukunft und fühlen sich einsam. Aber es gefällt ihnen auch nicht, dass wir ihnen Stempel wie verlorene Generation oder Generation Corona aufdrücken. Viele Kinder können die Herausforderung mit Hilfe ihrer Familien, enger Freunde und engagierter Lehrkräfte gut bewältigen, auch meine. Manche Kinder können das aber leider nicht. Deshalb freue ich mich, dass wir darüber diskutieren, wie man den Kindern und Jugendlichen am besten helfen kann, in Corona-bedingten Herausforderungen zu überwinden. Ja, wir brauchen ein Nachholprogramm für unsere Kinder. Das hat auch Bundesministerin Karliczek mehrfach betont. Dabei ist es aus meiner Sicht essentiell, dass wir die psychischen Probleme und die Probleme durch Lernrückstände zusammendenken. Denn nur Kinder, die sich wohlfühlen, können auch gut lernen. Kinder müssen trotz der Pandemie Kinder sein können. Sie brauchen Freiräume, um sich zu entfalten. Es nützt nichts, wenn wir versuchen, wie durch einen Lerntrichter das entgangene Wissen so schnell wie möglich reinzustopfen. Und genau das kommt mir in Ihren Anträgen zu kurz. Kinder müssen nicht nur funktionieren, sondern dürfen auch die bald wiedergewonnenen Freiräume für sich ganz persönlich nutzen. Umso mehr begrüße ich, dass Bundesministerin Karliczek den Ländern angeboten hat, zusätzliche Lernangebote in den Ferien mit dem BMWF-Programm Kultur macht stark zu unterstützen. Beim Lernsommer Schleswig-Holstein 2020 war diese Kooperation bereits erfolgreich. Dabei ging es eben nicht nur um Schulstoff, sondern auch um die persönliche und soziale Entwicklung der Kinder und Jugendlichen, um Selbstständigkeit und digitale Kompetenzen. Der Bund kann nur anbieten, die Länder müssen zugreifen. Wegen des hohen Unterrichtsausfalls arbeitet Bundesministerin Karliczek gemeinsam mit den Ländern auch an einem Aktionsplan zum Aufholen von Lernrückständen. Schwerpunktmäßig will man mit dem Programm Schülerinnen und Schülern in den Abschlussklassen und in den Kernfächern fördern. Die Herausforderungen sind also bekannt und sie werden angegangen. Ihre Forderungen an den Bund sind aber falsch adressiert. Ihre Anträge sind ein Forderungskatalog auch an die Länder. Der Bund unterstützt die Länder immer gerne dabei, ihre Aufgaben zu erfüllen, um unseren Kindern optimal zu helfen. Das zeigen nicht nur das geplante Nachholprogramm und das Programm Kultur macht stark, sondern auch der Digitalpakt Schule, das Haus der kleinen Forscher, die geplante Bildungsplattform und vieles mehr. Viel wichtiger aus meiner Sicht als der ewige Ruf nach Aktionen des Bundes ist es aber, dass die Länder ihre ureigenen Hausaufgaben im Bereich Bildung machen. So ist es eindeutig Aufgabe der Länder, den Erfolg des geplanten Nachholprogramms zu sichern, indem sie erstens die Leistungsrückstände erheben und zweitens ihre Strukturen vor Ort nutzen, um die Leistungsrückstände individuell zu beheben. Auch Patenschaften von Studierenden oder pensionierten Lehrern für Schülerinnen und Schüler ist dabei denkbar. Der Förderbedarf ist so unterschiedlich, wie es die Schulen und die Schülerinnen und Schüler sind. Auch die Strukturen in jedem Bundesland sind unterschiedlich. Und hier wissen besonders die Schulen, die Landräte und Bürgermeister am besten, was erforderlich ist. So hat der Landrat in meinem Main-Taunus-Kreis im letzten Jahr die Sommerpause für eine Bedarfserhebung genutzt. Und ich kann versichern, jedes Kind in meinem Landkreis hat ein digitales Endgerät, das es im Homeschooling nutzen kann. So muss es auch bei dem Nachholprogramm laufen. Nur dann können wir erfolgreich sein. Dabei sollten die Länder den Verantwortlichen vor Ort auch mehr Spielräume geben, in einem abgesteckten Rahmen eigenverantwortliche Entscheidungen zu treffen, gerade auch dann, wenn es um den sicheren Präsenzunterricht während der Pandemie geht. Wir müssen auch im Bildungsbereich flexibler und weniger bürokratisch sein. Es ist gut, wenn Bund und Länder beim Nachholprogramm und bei vielen anderen Gelegenheiten gut zusammenarbeiten. Aber wir sollten dabei nicht die Zuständigkeiten vermischen. Nur dann kann auch das Nachholprogramm funktionieren. Daher freue ich mich auf die weitere Diskussion im Ausschuss. Bis dahin wäre es allerdings hilfreich, wenn die Antragsteller ihren Kolleginnen und Kollegen in den Ländern Beine machen würden. Herzlichen Dank. Ihr seid dabei. Ja, dann kontrolliert ihr auch noch die Regierung.
Das Wort hat der Kollege Peter Heidt für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, um die Bildungslandschaft war es in Deutschland schon vor der Pandemie nicht gut bestellt und die Situation hat sich durch die Pandemie extrem verschärft. In Deutschland halbierte sich die tägliche Lernzeit auf 3,6 Stunden. Lernschwache Schülerinnen und Schüler fielen noch weiter zurück. Eine Studie der Universität Oxford bestätigt leider, der durchschnittliche Lernverlust entspricht etwa einem Fünftel des Schuljahres. Und noch schlimmer, schon gesagt worden, die Bildungslücke klafft immer weiter auseinander. Für Kinder ohne bildungsaffine Eltern war der Verlust an Wissen um bis zu 55% höher. Anstatt nun alle Hebel in Bewegung zu setzen, um die Schulen offen zu halten, und wir von den Freien Demokraten haben ja nun wirklich genügend alternative Vorschläge und Konzepte gemacht, hangelt sich die Bundesregierung von Lockdown zu Lockdown. Wenn man mit Schulen, mit Lehrern spricht, erfährt man, ein Teil der Kinder haben die gesehen. Die hatten Eltern, die sich gekümmert haben, auch mit Ausstattung. Andere waren weg, nicht mehr gesehen. Das bedeutet, wir haben jetzt in einer Klasse, in einer selben Klasse, ganz große Wissensunterschiede. Und man kann jetzt nicht die Klassen einfach so weiter unterrichten und so tun, als ob nichts geschehen ist, als ob Corona nicht da war. Und wir dürfen die inklusiven Kinder nicht vergessen. In Förderschulen, Schwerpunktschulen hat es fast kein Homeschooling gegeben. Hier ist die Situation besonders schlimm. Sinnvolle Corona-Maßnahmen, sinnvolle Unterrichtskonzepte fehlen auch noch nach Monaten der Pandemie. Und die große Gefahr ist, dass benachteiligte Schülerinnen und Schüler dauerhaft den Anschluss verlieren. Folge, dass sich ein Land wie Deutschland, dessen Ressource die Bildung ja nun mal ist, nicht leisten kann. Das IFO-Institut hat errechnet, negativen Folgen der Schulschließungen kostet zukünftige Generationen ca. 3,3 Billionen Euro. Und Frau Wissmann, nicht nur reden, auch machen, sage ich Ihnen. Wenn wir nicht vollends wollen, dass unsere Kinder die großen Verlierer der Pandemie werden, dann brauchen wir eine gesamtgesellschaftliche Kraftanstrengung und ein langfristiges Chancenaufholprogramm. Es ist an uns allen zu verhindern, dass eben die Corona-Krise nicht zu einer dauerhaften Krise wird. Und lieber Norbert, es gibt für mich kein Kompetenzgerangel, was nicht zu lösen wäre. Lass es uns gemeinsam machen. Natürlich sind die Länder, keine Frage, aber ich kann es von der Union nicht mehr hören. Das sind die Länder. Es sind wir alle. Es geht um unsere Kinder. Und ja, es geht nicht nur um Unterrichtsstoff. Nein, es geht auch um die Entwicklung Sprache, Persönlichkeit. Wir brauchen jetzt dringender denn je ein gemeinsames, pragmatisches, wissenschaftliches, organisatorisches und vorausschauendes Handeln. Es ist ein Bildungsmarathon nötig. Ich appelliere an Sie, erheben Sie gemeinsam mit den Ländern Lernrückstände und Kompetenzverluste verlässlich und systematisch. So und nur so können wir in der Bildungspolitik in den nächsten Monaten und Jahren gezielt entgegensteuern. Und dann können wir gemeinsam mit den Ländern ein konkretes Chancenaufholprogramm entwickeln, das unsere Kinder bestmöglich fördert. Mit einem bundesweiten Lernbadeprogramm. Die Schulen bekämen ein festes Kontingent an Unterstützungsstunden, das sie sowohl zur Unterstützung der Lehrkräfte in Fern- und Präsenzunterricht, in Kleingruppen oder für eine individuelle 1-zu-1-Betreuung besonders unterstützungsbedürftiger Schüler und Schülerinnen verwenden können. Digitalpakt 2.0, um jedes Schüler und Schülerin mit Lernanalytics individueller und besser zu unterstützen. Wir wollen die Einführung einer digitalen Lernmittelfreiheit, denn digitale Lernmittel sind genauso wichtig wie Schulbücher. Und am Schluss kann ich Sie nur bitten, zeigen Sie, dass Sie nicht nur Lockdown können. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Sönke Rix für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst mal zu der Frage, wir führen jetzt hier gerade zu dieser Zeit in der Kernzeit eine Debatte dank der Oppositionsanträge, wird gesagt. Aber wir haben gerade eine Regierungserklärung der Bundeskanzlerin gehabt. Dazu hat es eine Generaldebatte gegeben. Bei uns hat die zuständige Fraktionsvize Katja Maas, die für Familien- und Kinderpolitik unter anderem zuständig ist, gesprochen. Und genau da das Thema auch angesprochen, weil es eben auch da in eine Generaldebatte gehört. Also nicht so tun, als ob es immer nur dankenswerterweise dank der Oppositionsanträge so ist.
Und bitte auch nicht so tun, als ob die Regierung nicht in der Kinder- und Jugend- und Familien- und Bildungspolitik auch mitmischt, wenn es um die Corona-Fragen geht. Wir haben ein Investitionsprogramm auf den Weg gebracht. Wir haben ein Investitionsprogramm auf den Weg gebracht, um Kitas zu stärken, unter anderem auch, damit dort die Hygienebedingungen angepasst werden können. Wir haben dafür richtig viel Geld vom Bund auf den Markt gegeben. Tun Sie bitte nicht so, als ob der Bund da nicht was macht. Wir unterstützen die Familien finanziell, unter anderem mit dem Kinderbonus. Also tun Sie nicht so, als ob die Regierung an dieser Stelle hier nichts macht. Und wir haben die Kinderkrankentage ausgeweitet. Wir werden es auch weiter ausweiten, wenn es nötig ist. Also tun Sie bitte so, als ob die Regierungskoalition hier nichts macht. Und ich möchte auch noch mal deutlich machen, dass wir in einer veränderten Lage im Laufe der Zeit auch sind. Wir haben es mittlerweile mit mutierten Varianten zu tun. Und da geht es nicht einfach, die alten Anträge und alten Konzepte von vor ein paar Monaten wieder rauszuholen, sondern wir müssen uns auch auf diese Situation neu einstellen. Die aktuellen Zahlen zeigen leider, dass Kinder und Jugendliche in dieser Pandemie auch betroffen sind von Ansteckungen. Deshalb brauchen wir intelligente Lösungen für die Schulen auf jeden Fall. Und Herr Kollege Held, ich bin Ihnen ja sehr dankbar, dass Sie wenigstens nicht nur mit dem Finger zum Bund gezeigt haben, sondern sagen, wir sind alle gemeinsam verantwortlich. Das will ich hier auch einmal unterstreichen. Alle gemeinsam, Bundesregierungen und Landesregierungen. Das hilft aber dann auch nicht, wenn umgekehrt die Opposition jetzt hier nur Richtung Bund guckt und nur Richtung Frau Giffey und Frau Karliczek, sondern auch die Verantwortung in den Ländern übernimmt. Das tun wir bitte alle gemeinsam auf allen unseren Ebenen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ein Punkt will ich noch sagen, quasi Aufholjagd für die Kinder und Jugendlichen, die durch die Pandemie jetzt zurückfallen. Ich bin sehr dafür, dass wir auch da gemeinsame Anstrengungen unternehmen, auch finanzielle Anstrengungen unternehmen, um quasi dort auch zu sagen, wir kommen mit Hilfsprogrammen auch genau diesen Kindern und Jugendlichen entgegen. Ich will aber bitten, ganz dringend darum bitten, das nicht nur für die Schülerinnen und Schüler zu nehmen, sondern auch für die Kita-Kinder. Und appelliere auch hier gemeinsam an Bund und Länder, hier auch eine Kraftanstrengung zu unternehmen, dass sowohl in Kitas als auch in Schulen für Aufhol bei Sprache, bei Bildung, bei Unterrichtsgeschichten auch tatsächlich aufgeholt werden kann. Also bitte Aufholjagd, nicht nur für Schülerinnen und Schüler, sondern auch für Kita-Kinder. Herzlichen Dank. Gut, während es hier offensichtlich Nachbarschaftshilfe zwischen den Fraktionen gibt, ist das Pult gesäubert. Herzlichen Dank dafür. Das Wort hat die Kollegin Beate Walter-Rosenheimer für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Jugend in der Krise, so lässt sich das vergangene Jahr leider für die allermeisten jungen Menschen in Deutschland zusammenfassen. Wir haben jetzt viel gehört, das ist klar. Aber während die Probleme anderer gesellschaftlicher Gruppen schon hinreichend diskutiert wurden, blieben die Sorgen und Nöten gerade von Jugendlichen, also Kindern über 12 Jahren, weitgehend ungehört. Und das haben junge Menschen auch sehr wohl registriert. Die aktuelle JUKO-2-Studie, da haben 65% der Befragten angegeben, dass sie eher nicht oder gar nicht den Eindruck haben, 65%, dass die Sorgen junger Menschen in der Politik gehört werden. Und das, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ist nicht nur ein Alarmzeichen, das ist ein Armutszeugnis für die amtierende Bundesregierung und das ist auch eine krachende Ohrfeige für die Jugendministerin Frau Giffey. Am 11. März hat sich die Ministerin in einer digitalen Konferenz mit Jugendlichen ausgetauscht. Da sage ich Bravo, dass ein Jahr nach der Pandemie endlich mal mit den Betroffenen gesprochen wurde. Aber sorry, warme Worte und Jugendhearings allein helfen nicht weiter. Es braucht für diese Jugendlichen endlich eine wirksame Initiative der Bundesregierung. Wann wollen Sie denn ins Handeln kommen und konkret Zählbares vorlegen? Ich meine, die Zeit rennt. Ein Jahr ist lang im Leben junger Menschen. Das wissen Sie. Die Wahlperiode neigt sich dem Ende zu. Und ich habe die Befürchtung, dass bis dahin nichts mehr vorgelegt wird von Ihnen, was wirklich hilft
besser als bisher durch die Krise zu kommen. Und die Lage ist dramatisch, liebe Kolleginnen. Wir haben es heute gehört. Psychologinnen und Therapeutinnen warnen, dass sich im Verlauf dieser Pandemie immer mehr Störungen, Angststörungen, Schlafstörungen, Essstörungen und auch Depressionen bei Kindern und Jugendlichen zeigen. Und nein, das betrifft nicht nur Jugendliche, die vorher schon da vulnerabel waren. Und wir verzeichnen auch eine Zunahme an akuter Suizidalität und psychiatrischer Notfälle. Und das alarmiert mich als klinische Psychologin wirklich. Besonders betroffen sind natürlich die jungen Menschen, die schon vor der Krise nicht gut aufgestellt waren und wenig Ressourcen zur Verfügung hatten. Und die soziale Spaltung, die es vor der Pandemie sehr wohl schon gab, die hat sich verschärft. Und es rächt sich bitter, dass in vielen Bereichen schon vor der Krise nicht genug getan worden ist. Stichwort digitale Ausstattung der Schulen oder der Jugendämter. Und wenn ich nach einem Jahr der Pandemie den Appell an die Bundesregierung richte, kommen Sie endlich ins Handeln, dann klingt das natürlich ein bisschen wie nach einem schlechten Witz. Es ist so viel wertvolle Zeit vergangen, viel zu wenig geschehen. Planlosigkeit, Saft- und Kraftlosigkeit an allen Ecken und Enden. Unterstützung und Stärkung von Jugendlichen sieht definitiv anders aus. Deshalb appelliere ich eindringlich, jungen Menschen endlich mehr Beteiligung auf allen politischen Ebenen zu ermöglichen. Man muss ihre Stimme nicht nur hören, sondern sie müssen auch zählen. Deshalb endlich mehr Beteiligung und endlich die Senkung des Wahlalters. Das haben Sie auch verschleppt in dieser Legislatur. Und darüber hinaus brauchen wir Instrumente, die vorbeugen. Kindergrundsicherung, eine Reform des BAföG, Ausbildungsgarantie. Kurz, mehr echte Unterstützung. Reine Lippenbekenntnisse, liebe Kolleginnen, das reicht nicht. Das Wort hat Dr. Michael von Abergron für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren! Die vor uns liegenden Anträge von den Grünen und der FDP sind ein buntes Potpourri von Vorschlägen zur Milderung der Corona-bedingten Folgen für unsere Schülerinnen und Schüler. Und ich glaube, es lohnt sich, im Detail da mal etwas genauer hinzusehen. Ich erspare Ihnen, auf medizinisch-technische Maßnahmen der Pandemiebekämpfung in den Schulen einzugehen, genauso wie auf die Fragen der Digitalisierung, die wir ja schon häufig hier behandelt haben. Es ist aber immer wieder sehr erstaunlich, wie die bildungspolitischen Anträge der Opposition ganz grundsätzlich über die Bildungshoheit der Länder mal ebenso hinweggehen. Natürlich ist es klar, es soll damit die Schwächen des Bundesministeriums oder auch die Versäumnisse der Ministerin als Möglichkeit vorgehalten werden. Meine Damen und Herren, die FDP macht in ihrem Antrag das bürokratische Monster und auch sprachlich verunglückte Lernbody-Programm zum Wiedergänger. Bei den Grünen, muss ich sagen, hört sich das sehr viel besser an, wenn über Bildungslotsen und Mentoren gut formuliert gesprochen wird. Dieser Ansatz ist ja nicht falsch. Er ist eben zusätzlich dazu gedacht, eben Lehrkräfte zu akquirieren, die wir dringend brauchen. Aber was dabei sehr wichtig ist, wie steht es eigentlich um die Kompetenzen, wie steht es um die Kriterien für die Einstellung solcher zusätzlichen Lehrkräfte? Eine Kernfrage ist aber die Frage der Finanzierung. Für die Länder ist es immer klar, der Bund muss zahlen, alles zahlen und am Ende sich aus allem heraushalten. Dagegen setzen allerdings viele ihrer Vorschläge in den Anträgen ganz unverblümt auf die Einmischung des Bundes. Ich will dazu mal zwei Beispiele nennen. Bei den Grünen geht es zum Beispiel um das Fach der politischen Bildung. Die ist zweifelsohne sehr, sehr wichtig. Aber ist es wirklich Aufgabe dieses Hauses, sich jetzt über Lehrpläne zur politischen Bildung in den Ländern auseinanderzusetzen? Ein weiteres Beispiel. Sollen wir etwa, wie an anderer Stelle ausgeführt, den Ländern vorschreiben, möglicherweise Theater oder Soziologen einzustellen? Meine Damen und Herren, Sozialpädagogen einzustellen, das ist eine Detailfrage. Und ich bin der Überzeugung, das können die Länder vor Ort viel besser. Das ist doch gerade die Stärke des Föderalismus, dass solche Dinge dort entschieden werden müssen. Noch problematischer ist ein Vorschlag zur Abschaffung des Königsteiner Schlüssels.
um ihn gegen einen euphemistisch als Sozialindizes bezeichneten neuen Verteilungsmechanismus zu ersetzen. Meine Damen und Herren, was bedeutet das? Für die ländlichen Regionen wird das eine Schwächung bedeuten, die ohnehin schon an anderer Stelle sehr stark Schwierigkeiten haben, und sie werden ausgespielt gegen Ballungsräume. Die Folgen dieser Pandemie sind aber überall gleich, und deswegen können wir einer solcher Entwicklung nicht zustimmen. Meine Damen und Herren, von der FDP wissen wir ja bereits, dass sie permanent versucht, sich als digitalste aller Fraktionen darzustellen. Deshalb werden in jedem Antrag mehr oder weniger immer wieder die gleichen Schlagworte wie Blockchain-Lösung, Machine Learning, KI-Systeme gefordert. Den Computer als Nürnberger Trichter haben wir leider noch nicht, aber ich bin sicher, Herr Sattelberger wird als Erster uns davon berichten, wenn es soweit ist. Völlig abwegig ist aber die Forderung, der Bund solle herausfinden, welche Lernrückstände bei einzelnen Schülerinnen und Schülern in den Ländern vorliegen. Das ist nun wirklich Aufgabe der Länder. Und völlig richtig ist es aber, diese Grundlagen zu schaffen, nämlich eine solche Evaluation durchzuführen, weil sie das die Grundlage für mögliche neue Modelle und auch für die Finanzierung sein müssen. Andere Punkte, wie zum Beispiel die Unterstützung der KMK bei der Findung einheitlicher Abschlussstandards oder der Stärkung von Förderprogrammen, können wir vollständig zustimmen. Wir setzen deshalb auch auf eine Erweiterung des Programms Kultur macht stark, das wir in Schleswig-Holstein, in meinem Heimatbundesland, im letzten Lernsommer genutzt haben, gerade um Schülerinnen und Schüler mit psychosozialen Folgen damit zu erreichen. Darüber hinaus begrüßen wir ausdrücklich, dass die Ministerin, dass die Bundesregierung sich intensiv mit den Ländern über mögliche neue Förderprogramme auseinandersetzt. Allerdings, diese neuen Möglichkeiten und weiteren Leistungen des Bundes müssen wir an Bedingungen knüpfen. Erstens, eine spezifische Ermittlung der Lernrückstände durch die Länder. Zweitens, die Erstellung schlüssiger Konzepte für zusätzliche Lernangebote. Drittens, eine besondere Berücksichtigung der Abschlussjahrgänge. Viertens, die Festlegung klarer Kriterien bei der Auswahl zusätzlichen Lehrpersonals. Und natürlich eine angemessene Beteiligung, finanzielle Beteiligung der Länder. Deshalb zum Schluss mein dringender Appell. Helfen Sie alle mit, gerade die Antragsteller in den Ländern, wo Sie Verantwortung tragen, dass wir zu einer Lösung kommen, die gut sind. Und ich erinnere daran, dass gerade die FDP in Nordrhein-Westfalen da in der Pole-Position ist. Helfen Sie mit, dass wir das fast verlorene Schuljahr im Sinne der Zukunft unserer Kinder wieder aufholen können. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Kollege Oliver Kaczmarek für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr von Aberkron hat gerade über die Abschlussjahrgänge gesprochen. Ich will einmal von der anderen Seite kommen. Die Kinder, die im letzten Jahr eingeschult worden sind, die hatten keine große Einschulungsfeier. Die hatten, als sie ihre ersten Strukturen gefunden haben im neuen Alltag, einen Lockdown. Und die kommen jetzt zurück in die Schule und sind auf der einen Seite besorgt über die Ausbreitung von Mutanten, über fehlende Tests in den Schulen. Und auf der anderen Seite gehen wir im Moment davon aus, dass 20-25% aller Schülerinnen und Schüler, die jetzt wieder zurück in die Schule kommen, Lernrückstände aufweisen. Und wir reden dann über 2 bis 2,5 Millionen Menschen. Und das zeigt, wir sollten hier nicht bei so einer Debatte die Reden halten, die wir immer halten hier, sondern das zeigt, dass wir jetzt dafür sorgen müssen, dass wir deutlich machen, dass wir diese Schülerinnen und Schüler nicht im Stich lassen wollen, dass wir ihnen jetzt effektiv helfen wollen, diese Rückstände aufzuholen. Und wir haben das als SPD immer begrüßt, dass der Bund frühzeitig das Angebot gemacht hat, den Ländern dabei unterstützend zur Seite zu stehen, dass jetzt Verhandlungen geführt werden über eine, ich nenne das Bundesinitiative Chancengleichheit. Und deswegen, Frau Karliczek, weil Sie da auch schon in Gesprächen sind, will ich auch nicht verheimlichen, was die SPD für Anforderungen hat an eine solche Initiative. Da geht es uns im Wesentlichen um drei Punkte. Erstens,
Wir wollen, dass Schulen unterstützt werden, dass Lehrerinnen und Lehrer entlastet werden. Im Übrigen auch, was Kollege Rix gesagt hat, dass die Kitas in den Fokus gerückt werden mit ihrer Lernleistung, mit ihrer Bildungsleistung. Und das heißt, es muss kluge Lernangebote geben auf der einen Seite, auch Sprachförderung beispielsweise. Aber auf der anderen Seite müssen eben auch die sozialen Probleme in der Schule adressiert werden, die sozialen Folgen der Pandemie. Und deswegen ist es wichtig, Schulsozialarbeiter, Scouts, Mentoren, FSJler und andere einzubeziehen. Das muss mehr sein als ein paar Stunden Nachhilfe. Zweitens, alle mit Lernrückständen sollen das Recht auf Unterstützung haben, völlig klar. Aber wir wissen, dass einige Kinder und Jugendliche in besonderer Weise betroffen sind, die es vorher auch schon am schwersten hatten. Und deswegen muss dieses Programm auch Bildungsbenachteiligung in besonderem Maße adressieren. Und drittens, was wir brauchen, ist nicht weniger als ein großer Wurf. Wir von der SPD, wir fordern im ersten Schritt, dass wir mindestens 1 Milliarde Euro für mindestens ein Schuljahr in die Hand nehmen. Das muss es uns wert sein und das muss auch erst der Anfang sein für eine lange Strecke. Und Frau Karliczek, wir unterstützen Sie dabei. Zögern Sie nicht, Ihre Vorschläge auch dem Parlament vorzulegen. Seit gestern ist ja klar, dass wir keine geheimen Verhandlungen brauchen zwischen Bund und Ländern, sondern dass wir Transparenz brauchen. Wir können an dieser Stelle vorangehen. Das Parlament ist der Ort der Debatte. Die Schule 2021, 2022 und auch die Kita wird eine andere sein nach der Pandemie als 2019. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die richtigen Schlussfolgerungen ziehen aus dem, was wir da in den vergangenen Monaten erlebt haben. Für die SPD sind drei Dinge dabei besonders wichtig. Erstens, wir brauchen einen entschiedenen Kampf gegen Bildungsbenachteiligung. Corona muss der letzte Schuss sein, den wir gehört haben und den wir auch verstanden haben. Der Kampf gegen Bildungsbenachteiligung muss geführt werden. Es darf nicht die soziale Herkunft über den Bildungserfolg so bestimmen, wie das in Deutschland leider immer noch der Fall ist. Zweitens, Digitales bleibt. Digitale Lernmittelfreiheit ist die Antwort. Freier, kostenloser Zugang zu digitaler Infrastruktur in den Schulen und zu Hause. Das kann der Bund nicht alleine schaffen, aber als gemeinsame Aufgabe von Bund und Ländern sollten wir uns das vornehmen für die nächste Zeit. Und ich will an der Stelle auch einmal sagen, weil das immer so klingt, als hätte der Bund nichts gemacht. Wir haben den Digitalpakt Schule in der Koalition dreimal aufgestockt. Wir haben ihn aufs Gleis gesetzt und dreimal aufgestockt. Und hätten wir das nicht gemacht, dann wären in vielen Ländern, in denen die FDP, die Grünen und die Linken mitregieren, bis heute keine Tablets und Endgeräte angekommen. Das ist die Wahrheit über den Digitalpakt. Deshalb nicht die Reden, die wir immer halten, sondern ernsthafte Antworten auf diese Situation von Kindern und Jugendlichen. Der Weg aus der Krise führt nicht mit Lamentieren und gegeneinander aufrechnen, sondern der Weg aus der Krise, der geht nur mit Tatkraft, Ernsthaftigkeit und Zuversicht. Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun der Kollege Stefan Pilsinger das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Lebensqualität und die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen hat sich in Deutschland im Verlauf der Corona-Pandemie weiter verschlechtert. So der einleitende Satz der COPSI-Studie, in der die Veränderung bezüglich Gesundheit von Kindern und Jugendlichen durch die Pandemie untersucht wurden. Es ist erschreckend, dass beinahe jedes dritte Kind ein Jahr nach Beginn der Pandemie unter psychischen Auffälligkeiten leidet. Auch als Hausarzt erlebe ich immer wieder, wie sehr die Menschen unter der Pandemie leiden, sowohl durch die soziale Distanz als auch unter der Krankheitsfurcht und dem Verlust von Angehörigen durch das Virus. Auch die Menschen, die eine Covid-19-Infektion durchlitten haben, leiden oft auch unter psychischen Spätfolgen. Das zeigt mir, nicht die Schutzmaßnahmen, sondern die Pandemie an sich ist der wahre Grund für die psychischen Erkrankungen. Deshalb müssen wir alles daran setzen, dieses Virus so schnell wie möglich zu besiegen. Es muss unser zentrales Anliegen sein, Kindern und Jugendlichen während dieser Krise die bestmögliche Unterstützung zukommen zu lassen.
In Ihrem Antrag, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, haben Sie sehr viele richtige und wichtige Punkte aufgegriffen, die ich auch ausdrücklich unterstützen möchte. Dass uns die Corona-Pandemie seit Beginn vor riesige Herausforderungen stellt, steht außer Frage. Die hohe Belastung der Familie durch Homeschooling, Homeoffice, mangelnde Bewegung und soziale Distanz schlägt sich auch auf die Gesundheit nieder. Die Kinder beklagen depressive und psychosomatische Symptome wie Niedergeschlagenheit oder Kopf- und Bauchschmerzen. Diese Symptome haben sich im Vergleich zu denen vor der Pandemie fast verdoppelt. An der einen oder anderen Stelle ist der Antrag jedoch zu kurz gegriffen. Viel stärker müssen wir die Beziehungen von Kindern und Eltern in den Vordergrund rücken. Die Belastung der Eltern durch ein gleichzeitiges Management von Arbeit im Home und Homeschooling und dem unterstützenden Unterricht der Kinder ist enorm. Besonders wichtig erscheint mir deshalb, dass wir den Kindern beispielsweise durch Sport eine Möglichkeit raus aus dem Trott des Alltags bieten müssen. Denn psychisches Wohlbefinden geht mit körperlichem Wohlbefinden einher und umgekehrt. Gesundheit ist stets das Zusammenspiel aus Körper und Seele. Neben den erwähnten depressiven und psychosomatischen Beschwerden haben aber auch Sorgen und Ängste zugenommen. Für unsere Jugendlichen ist es daher unerlässlich, gerade die Zukunftsängste zu verringern. Mit der Verlängerung und Weiterentwicklung des Bundesprogramms Arbeitsplätze sichern ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung getan. Das Kabinett hat hier einen finanziellen Anreiz für Unternehmen geschaffen, Auszubildende auch in der Zeit von Kurzarbeit und Kündigung in den Unternehmen zu halten. Aber wir müssen noch viel mehr machen, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Gerade im Hinblick auf physische und psychische Gewalt, derer einige Kinder und Jugendliche zu Hause ausgesetzt sind. Hier gilt Unterstützung den telefonischen Beratungsstellen, damit die Kinder besser geschützt und unterstützt werden können. Denn durch die Kontaktbeschränkungen sind Schulpsychologen und andere Bezugspersonen während der Pandemie schwerer zu erreichen. Hier müssen wir nachbessern, um den Zugang zu erleichtern. Darüber hinaus wird erläutert, dass im Sport im Hinblick auf Corona nicht nur die Gesundheit, sondern auch die soziale Interaktion und das Lernen mit Konflikten, Siegen und Niederlagen umzugehen, ein wichtiger Teil ist, der durch die Pandemie den Kindern verloren geht. Wir müssen den Mittelweg aus Aufrechterhaltung der Bildung und Schutz der Gesundheit finden. Was auf keinen Fall passieren darf, dass wir das exponentielle Wachstum des Infektionsgeschehens unterschätzen. Die fortschreitende Impfung geben Hoffnung auf Besserungen, lassen allmählich ein Licht am Ende des Tunnels erahnen. Nun geht es darum, die richtige Balance zu finden. Das Wohl der Kinder und Jugendlichen muss dabei oberste Priorität haben, denn sie sind die Zukunft unserer Gesellschaft. Ich freue mich auf eine weitere Diskussion in den Ausschüssen. Vielen Dank. Das Wort für die abschließenden 2 Minuten in dieser Debatte hat Dr. Ernst-Dieter Rossmann für die SPD-Fraktion. Liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte appellativ zum Schluss noch auf 3 Dinge eingehen. Das erste ist, ich war etwas erschrocken, als die Bundeskanzlerin sagte, ja, in einer solchen Situation hat jede Ebene ihre Verantwortung. Aber vor allen Dingen hat in einer solchen Situation eine Pandemie die Verantwortung bei allen zusammenzuliegen, was hier von verschiedensten Seiten mit ausgedrückt worden ist. Und das widerspiegelt sich auch in der Verfassung. Nur den 104er gelesen, dann ist dort ausdrücklich von Naturkatastrophen die Rede, die eine besondere Verantwortungsgemeinschaft aller politischen Ebenen hervorrufen. Und das Zweite, wir haben jetzt auch eine strategische Bringepflicht, weil bei Menschen bis hin zu Kindern sich doch festsetzt, die können es nicht. Aber in Bezug auf Bildung muss man jetzt alles daran setzen, dass etwas gekonnt wird. Und wenn es denn jetzt geht um ein solches Unterstützungsprogramm für Kinder und Jugendliche, dann muss man jetzt schnell damit beginnen, sonst wird es wieder nichts. Denn wenn wir von den Sommerferien reden, dann gehen die in einigen Bundesländern schon Mitte Juni, 21. Juni los. Und das sind noch 3 Monate. Und danach vielleicht noch die Ferien obendrauf. Und wenn wir uns nicht klar machen, um welche Dimension es geht, weil wir sagen, ja, 20-25% der Kinder und Jugendlichen könnten mit Bildungsrückständen belastet sein, dann müssen wir uns klar machen, was das in der Umsetzung bedeutet. Weil 20% bei 8 Millionen komme ich
10 Millionen, je nachdem, ob man die Berufsschulen mit dazu nimmt, auf eine Zahl von 2 bis 2,5 Millionen Kindern und Jugendlichen. Und wenn wir jetzt in der Zeitung lesen können, dass dort in Vierergruppen gelernt werden soll, entweder 4 Stunden die Woche oder 2 Stunden über ein ganzes Jahr, halbes Jahr, ganzes Jahr, dann nehmen Sie das so, dass man 500.000 zusätzliche Lerngruppen bilden sollte, jede Woche. Wissen wir, wo wir die 500.000 Menschen herbekommen können, wie wir sie mobilisieren können, wo wir in Deutschland 230.000 Lehramtsstudierende überhaupt nur haben? Wenn man dort jetzt nicht ein Zeichen setzt, von höchster Stelle, es gibt dort einen richtigen, auch von Begeisterung und Verpflichtung getragenen Aufbruch für eine solche Bildung nach Corona-Chance, dann können wir diese Menschen nicht mobilisieren, weder praktisch noch emotional noch von der ganzen Bewegung, die es dazu mit braucht. Und ich sage bewusst Bewegung, denn es wird am Ende eine Bürgerbewegung auch sein müssen. Eine Bürgerbewegung von Gutwilligen, von Qualifizierten, so wie wir das auch in anderen Notsituationen hatten. Manche sagen doch eigentlich, wie war das mit den Flüchtlingskindern und wie viele haben sich dort bereit gefunden, freiwillig etwas zu leisten? Das müssen wir noch einmal neu hinkriegen. Das sollte ein emotionaler Appell sein. Kommen Sie in die Hufe, bitte. Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 27.810, 27.808, 27.826 und 27.825 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Zusatzpunkt 7. Wir kommen zur Beschlussempfehlung des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zu dem Antrag der Fraktion der AfD mit dem Titel »Für eine Kindheit ohne Abstand und Maske – das Kindeswohl bei allen Corona-Maßnahmen prüfen«. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 27.893 den Antrag der Fraktion der AfD auf Drucksache 23.129 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Danke. Wer stimmt dagegen? Danke. Wer enthält sich? Die Beschlussempfehlung ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktion, der FDP-Fraktion, der Fraktion Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen gegen die Stimmen der AfD-Fraktion angenommen.